Befahren wurden zumindest am Samstag nur die öffentlichen Pisten. Die Weltcup-Strecke, sie war verwaist. Grund war wie so oft das Wetter. Zuerst hatte es geregnet, dann geschneit. Nachdem bereits am Freitag die Qualifikationsrennen ausgefallen waren, fielen auch die Wettkämpfe am Samstag dem Wetter zum Opfer. Das Programm war eigentlich so gestrickt, dass da insgesamt über 1000 Runs oder Läufe gemacht werden. Und da muss halt eine gewisse Substanz an der Piste da sein. Und wenn halt die Temperaturen nicht stimmen und es reinregnet, dann geht irgendwann die Substanz flöten. Und jetzt bauen wir halt mit diesem neuen Schnee, versuchen wir alles wieder aufzubauen und hoffen auf die Hilfe vom Wettergott, dass wir niedrigere Temperaturen bekommen. Und dann sind wir eigentlich alle zusammen guter Dinge, dass wir da morgen ein Rennen haben. Und genau diese Hoffnung war es, die Stimmung im Helferzelt gut bleiben ließ. Und das, obwohl die meisten wohl den Großteil der Nacht durchgearbeitet hatten. Wir versuchen natürlich auf die verschiedenen Witterungseinflüsse so schnell wie möglich zu reagieren. Und da kann man halt, oder da darf man keine Minute oder Stunde versäumen, um die Strecke rennfähig zu präparieren. Am Ende sollte es gelingen, wie wir jetzt wissen, auch wenn die Aussichten dafür zumindest am Samstag noch nicht so gut waren.